Hallo ihr Lieben, ich bin Susan Sideropoulos und ich freue mich so wahnsinnig, denn mein neues Buch, Das Leben schwer nehmen, ist einfach zu anstrengend, geht jetzt raus in die Welt und im besten Fall direkt zu dir. Es ist nämlich so, dass in der Vergangenheit eine ganz häufig gestellte Frage an mich, sowohl in den sozialen Medien als auch in meinem Privatleben, immer wieder war: Susan, wie schaffst du es, das Leben so leicht zu nehmen? Und ich antwortete dann einfach so direkt aus dem Bauch heraus: Das Leben schwer nehmen ist mir einfach zu anstrengend. Und ehrlich gesagt, in diesem Moment wusste ich es. Das muss mein neues Buch sein. Denn ja, da draußen sind so viele Menschen und vielleicht bist du einer davon, wo du einfach denkst, boah, in diesem ganzen Alltagsstress, da sind einfach keine Räume. Ich wünsche mir mehr Leichtigkeit, ich wünsche mir mehr Freude, ich wünschte mir auch, ich könnte mich für Dinge viel mehr begeistern. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben für dich. Und ehrlich gesagt auch für mich, denn ich brauche das auch immer wieder mal, einen kleinen Reminder. In meinem Buch, ich sag mal, es ist ein kleiner Wegbegleiter, findest du sowohl Lieblingstage als auch Deep Talk-Einheiten. Das sind einfach Kapitel, in denen es ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, mehr in die Tiefe geht. Denn wir müssen einfach ein paar Steine aus dem Weg räumen, um Räume zu schaffen. Und dann kommen sie, die Spielzeugtage. Und an diesen Tagen, in diesen Kapiteln lade ich dich ein, eben diese großen, wichtigen Eigenschaften ja ganz aktiv in dein Leben einzuladen. Und dazu gehört eben die Freude, die Leichtigkeit, die Begeisterung und Zeit für sich, um einfach die Akkus auch aufzuladen. Ja, bist du neugierig? Dann wünsche ich dir ab jetzt eine ganz, ganz tolle Lesezeit. Viele, ja, tolle Momente. Ich wünsche mir, dass du dich einfach nach dem Lesen besser fühlst als davor. Unbeschwerter, leichter, um die großen Dinge anzupacken. Ja, alles Liebe.